whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Treffpunkt feiner Geister. Heute sind wir in einer ganz speziellen Position. Wir sind auf 12 Kilometer Höhe an Bord eines Lufthansa-Langstreckenflugzeugs und haben gerade den Äquator überquert. Wir kommen aus Afrika zurück und welche Überraschung, der Kapitän kannte mich. Und der Kapitän kannte auch einen unserer Kunden, der hinten im Flugzeug saß. Und relativ schnell haben wir Kontakt hergestellt und können nun hier an Bord dieses Lufthansa A330-600 eine kleine Whisky-Probe vornehmen. Ist nicht ganz einfach, weil wir hier in großer Höhe den Luftdruck in der Kabine absenken müssen, damit die strukturelle Integrität halten bleibt. Und deswegen, bei dem geringen Luftdruck, ist ein Whisky-Test schwierig. Also da war es dann schon besser in Afrika am Strand, bei hohem Luftdruck. Auch wenn das Wetter vielleicht ein bisschen warm war, ist ein bisschen zu genießen. Hier oben in der großen Höhe sind die Eindrücke des Singleton of Dufftown 12 Jahre vorhanden, aber deutlich abgeschwächt zu dem, was man normalerweise daran findet. Er hat am Anfang eine alkoholische Note, die auch nicht ganz wirklich gehen will. Die hat er am Erdboot nicht. Deutlich malzige Note kommt mit. Ja, man wünscht sich, dass er 3 oder 6% an Alkoholstärke mehr hat. Also, wenn Sie im Flugzeug unterwegs sind, bevorzugt mit der Lufthansa. Vielen Dank an den Captain, dass er diese Flasche aus seinem Keller, wie er sagte, hervorgezaubert hat. So sollten Sie sich doch vielleicht kräftig gut speisen. Kräftigere Getränke, kräftige Getränke ist so eine Sache bei 40% dann doch hier an Bord davon. Herzlichen Dank, dass Sie zugeschaut haben und herzlichen Dank an unseren Kunden hinter der Kamera, der uns hier die Kamera hält für unser gemeinsames Test. Herzlich willkommen, schauen Sie bei uns wieder rein. Die Flasche Singleton of Dufftown 12 Jahre finden Sie immer in unserem Shop-System und ich freue mich, dass Sie hier zusehen.